Guten Morgen, Herr Minister Gröhe. Vielen Dank für Ihren Besuch hier im Neuss beim Niederrheinischen Pflegekongress. Ist ja ein Heimspiel für Sie, haben wir schon gehört. Aber wir nehmen trotzdem als Vertreter der beruflichen Pflege durchaus wahr, dass Sie sich der Pflege sehr wertschätzend zuwenden. Nun waren Sie diese Woche aber auch bei den Apothekern und haben sich sehr wertschätzend über den Pharmastandort Deutschland geäußert. Ist es gerade Ihre Mission, gute Laune im Gesundheitswesen zu verbreiten? Nein, aber also erstens ist Pharmastandort und Arzneimittelproduktion noch einmal etwas anderes als der Dienst unserer Apothekerinnen und Apotheker, wenn ich an Nachtdienst im ländlichen Raum oder anderes mehr denke. Wissen Sie, ich glaube, wir können insgesamt dankbar dafür sein. In Deutschland arbeiten 5 Millionen Menschen in unterschiedlichsten Bereichen unseres Gesundheitswesens. Die geben ihr Bestes, damit es anderen besser geht. Und insofern gehört es zu meinen Aufgaben, zu den einzelnen Berufsgruppen hinzugehen, auch zuzuhören. Ich nehme ja auch in der Pflege verständliche Ungeduld wahr im Hinblick auf verbesserte Rahmenbedingungen, aber auch die geleistete Arbeit zu würdigen. Also Ermutigung, Dank, das gehört dazu. Aber selbstverständlich auch die klare Ansage, Verbesserungen in der Pflege sind ein Schwerpunkt in der Arbeit dieser Bundesregierung. Bei aller Wertschätzung, und Sie haben eben die Ungeduld der Branche auch angesprochen, für die Sie offensichtlich großes Verständnis haben. Sie können Ihre Kritiker und Kritikerinnen auch immer wieder einfangen. Aber Sie werden schon verstehen, warum wir fragen, warum es so lange dauert, bis ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff eingeführt werden kann, wo doch alle Vorschläge auf dem Tisch liegen, oder? Ja, aber selbst der Expertenbeirat hat ausdrücklich gesagt, dass ein neues Begutachtungssystem erprobt werden muss. Weit über 1 Million Begutachtungen im Jahr dürfen sozusagen nicht zum Versuchsfeld werden, sondern wir machen jetzt in diesen Wochen genau das, was die Experten angemahnt haben, zugegebenermaßen sich mancher schon vor 2, 3 Jahren gewünscht hätte, aber was wir jetzt sofort angegangen sind, nämlich diesen Pflegebedürftigkeitsbegriff dergestalt zu testen, dass in diesen Wochen 4.000 Menschen nach altem und neuen Begutachtungssystem eingestuft werden. Das ermöglicht uns dann auch eine Umsetzung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs mit möglichst wenig Fehlern, möglichst zeitnah. Und weil ich weiß, dass das Zeit braucht und die Zeit drängt, haben wir ja auch gesagt, wir warten mit Leistungsverbesserungen nicht bis 2017, bis der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff überall angekommen ist, sondern nehmen zum 1. Januar des nächsten Jahres bereits Leistungsverbesserungen von 2,4 Milliarden Euro, das ist eine 10%ige Leistungssteigerung in den Leistungen der Pflegeversicherung vor, um nicht zu warten. Die Ungeduld verstehe ich, deswegen geben wir Gas. Lassen Sie uns noch ganz kurz über Krankenhäuser reden. Die Situation der Pflege in den Krankenhäusern ist auch äußerst angespannt. Stichwort ist Arbeitsverdichtung. Sie planen eine große Krankenhausreform. Wird diese in Bezug auf die Pflege denn beinhalten? Also wir müssen in Sonderheit in der Stationspflege manches zur Kenntnis nehmen, was so nicht bleiben darf. Wir haben ja als Bund in den letzten Jahren durchaus Impulse gesetzt für eine Stärkung der Pflege in den Krankenhäusern, auch Mittel der Versicherten bereitgestellt. Aber die sind voraus, so wie wir es im Augenblick sehen, doch sehr stark in die Funktionspflege gegangen. Und wenn ich an die Zunahme demenziell erkrankter Patientinnen und Patienten denke, dann brauchen wir eine Stärkung der Stationspflege. Diese Stationspflege fließt ja durchaus in die Fallpauschalen ein, aber die Frage ist, landet das Geld auch wirklich da, wofür es ausgegeben wird? Und die verständliche Sorge, und worüber wir mit den Ländern reden müssen, dass es abgestellt wird, ist, dass unzureichende Investitionsmittel der Länder gleichsam dadurch ersetzt werden, dass für die Pflege vorgesehene Mittel eingespart und in die Investition umgeleitet werden. Das darf es nicht geben. Insofern ist auch eine klare Ansage zur Investitionsverpflichtung der Länder erforderlich, aber auch ein Nachdenken darüber, wie wir in einer möglichst unbürokratischen Weise sicherstellen können, dass Pflege erstens angemessen gespiegelt wird in den Fallpauschalen, dann aber die entsprechend fließenden Gelder auch tatsächlich in der Pflege landen. Ja. Ich richte mal eine Frage an Frau Stöcker. Sie sind Bundesvorstandsmitglied des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe. Wir hören, es gibt viele Baustellen in der Pflege. Da fällt es nicht leicht, immer nur positive Nachrichten mit der Pflege zu verknüpfen. Andere Branchen werden es da vielleicht zukünftig etwas leichter haben, ihren Nachwuchs zu gewinnen. Was müssen wir denn in der Pflege machen, damit der zu erwartende Mangel an Pflegefachpersonen nicht allzu dramatisch ausfällt? Es gibt zwei Programme, die wir vorschlagen. Das eine heißt Optimierung der Arbeitsbedingungen in den Einrichtungen.
Dazu gehört eine ausreichende Personalausstattung. Dazu gehört eine massive Reduzierung der Teilzeitverträge und ein Auskommen mit dem Einkommen. So, und ich möchte hier keine Tarifvorschläge machen, aber die Vergütung hängt eng auch mit den Arbeitsbedingungen zusammen. Die Pflegefachpersonen leisten mehr Arbeit in den Krankenhäusern, als überhaupt ansatzweise vergütet wird. Das Zweite ist, es sind Investitionen in die Qualifikation der Pflegenden zu setzen. Wir brauchen ein Konzept, ein gestuftes Konzept. Wir brauchen Pflegeassistenten. Wir brauchen eine Modernisierung der professionellen Pflegeausbildung und wir brauchen eine Vernetzung der Pflegewissenschaft mit der Pflegepraxis, damit die dort gefundenen Ergebnisse, beschriebenen und belegbaren Ergebnisse auch in der Pflegepraxis ankommen und nicht im Routinebetrieb verschlissen werden. Zu pflegende Menschen haben einen Anspruch auf den neuesten Stand der Erkenntnisse pflegerischen Wissens, Handelns und Methoden. Und das wird einfach ignoriert. Das wird im Krankenhaus ignoriert und das wird noch sehr viel mehr ignoriert in den Pflegeeinrichtungen. Pflege ist kein Handwerk. Und man muss sehr fein überlegen, welche Qualifikationen man wo einsetzen kann. Wir haben jetzt Schnellschussqualifizierungen, wir haben die Schaffung von Assistenten jeglicher Couleur und die professionelle Haltung von Pflege kommt nicht zum Tragen. Das heißt, was wissen wir, was können wir und was wirkt wie beim Patienten? Herr Gröhe, irgendwelche Ergänzungen oder Widersprüche gar dazu? Ich teile sehr die Auffassung, dass wir einen Modernisierungsschub in der Pflegeausbildung brauchen. Deswegen erarbeiten wir ja gemeinsam mit dem Familienministerium, gemeinsam mit den Bundesländern eine deutliche Modernisierung. Wir wollen die Ausbildung in der Pflege, Kinderkrankenpflege, Krankenpflege, Altenpflege zusammenführen in einer sogenannten generalistischen Pflegeausbildung mit Spezialisierung. Das wird nicht nur die Berufs- und Aufstiegsmöglichkeiten der Pflegekräfte verbessern und damit auch helfen, dass man länger im Beruf bleibt, sondern es wird vor allen Dingen der unterschiedlichen Anforderungen gerecht. Wir brauchen heute in der Altenpflege bei chronisch Erkrankten, bei mehrfach Erkrankten mehr krankenpflegerische Kenntnis, aber in Krankenhäusern mit vielen demenziell erkrankten Patientinnen und Patienten auch ein Mehr an altenpflegerischer Kompetenz. Also wir brauchen einen Modernisierungsschub in der Ausbildung und den treiben wir jetzt voran. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Stöcker. Herr Gröhe, wir wollen, denke ich, gerne gemeinsam diesen Weg beschreiten und uns für die Pflege einsetzen. Vielen Dank dafür.